Mein Name ist Georg Diegruber. Dieses Märchen ist für mich schon Realität. Es geht im jetzigen Zeitalter um weiblich, um männlich, um die Balance. So sprechen symbolisch Birgit Perl und ich dieses Märchen. Viel Freude dabei. Wenn es gefällt, wenn es berührt, bitte teilen. Dankeschön. Die Zukunft der Menschheit. Ein oder kein Märchen? Vor einiger Zeit litten die Menschen Not in unserem Land. Es war Krieg und als der zu Ende war, fehlte es am Notwendigsten und es herrschte Hunger. Die Leute halfen zusammen, weil sie mussten und schafften gemeinsam die Wende aus der Not. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde der Wohlstand immer größer. Die Menschen konnten sich alles kaufen, bauten Häuser für sich, ihre Kinder und dann auch für fremde Menschen, die als Gäste kamen. Zuerst waren es Fremdenzimmer, dann wurde aus den Fremden Gäste. Es kamen immer mehr, aus Bauernhöfen, die viele Generationen teils unter kargen Bedingungen der Lebensmittelversorgung gedient hatten, wurden Hotels und der materielle Wohlstand wuchs und wuchs. Durch dieses viele Geld brauchten die Menschen einander nicht mehr. Fast jeder konnte sich alles kaufen. Die Welt wurde globaler. Von allen Kontinenten kamen die Produkte und Lebensmittel daher. Auch das Essen hatte sich in Richtung der anonymen, industriellen Nahrungsmittelversorgung verändert. Die Zeit wurde schnell, Produkte wurden immer billiger, alles war verfügbar. Ein wirkliches Paradies schien geschaffen. Alles musste einen greifbaren Nutzen bringen und verstehbar sein. Doch von immer mehr Menschen kam die Aussage, so könne es trotz der vielen, oft sehr nützlichen und hilfreichen Errungenschaften noch nicht weitergehen. Was? So kann es nicht weitergehen? Die Menschen hatten doch alles, was sollte da noch fehlen? Stille. Der Naturvertrauen, der Forscher- und Entdeckergeist, das Spiel, die Lebensfreude, die Lebenszufriedenheit, die eigene Lebendigkeit, das tägliche Ja zum Leben. Alles war weg und viele Menschen vereinsamten. Es war wie ein langsames Verdursten. Weite Teile der Gesellschaft waren erschöpft. Ein Modebegriff Burnout hatte sich etabliert und war selbsterklärend. Menschliches Wachstum im Sinne des Miteinanders und der Entfaltung von Fähigkeiten war nicht möglich. Alles war auf wirtschaftliches Wachstum und Anpassung ausgerichtet. Der Mensch war nunmehr der Fehler im System. Er war ein Minus in der Wirtschaftsbilanz. Es brauchte künstliche Intelligenz und der biologische Mensch sollte zu einem hybriden Wesen optimiert werden. So die Wissenschaft. Dem Weg der Entmenschlichung konnte man folgen, musste man aber nicht. Es gab ein Gefühl der Ohnmacht. Dann kam die Wende zur Macht. Unternehmer im Land machten sich auf, um eine neue Wirtschaft zu starten. Eine, die dem Menschen und dem Leben dient. Eine, wo menschliches Wachstum im Mittelpunkt steht. Einzelne Unternehmen, die von sich aus einen aufbauenden Organismus schaffen. Wo es mit Fokus auf das Unbekannte, um menschliches Wachstum geht, das hat es in unserem Land noch nicht gegeben. Vom Überleben zum Erleben, mit Blick auf das Lebensförderliche, das ist die Devise. Es ist ziemlich das Gegenteil der herrschenden Lehrmeinung. Doch sie vertrauen darauf, dass es gemeinsam gelingen kann. Jedenfalls gilt es, von Konkurrenz zur Kooperation zu kommen, um einen für unser Land förderlichen Wertschätzungs- und Wertschöpfungskreislauf zu schaffen. Aber wie? Schnell ist klar, es braucht ein ermutigendes Gefühl, ein gemeinsames Anliegen, das lohnend ist für alle Menschen und sie verbindet. Es muss etwas sein, das stärker ist als die Angst. Aber was? Nach vielen Gesprächen ist es klar, es ist die Freude. Es gilt, den Fokus auf die Freude zu lenken. Sich gegenseitig an dieses so kraftvolle, verbindende Gefühl zu erinnern, das ist der Schlüssel. Die Freude am Tun und die Freude am Leben, so wie es uns kleine Kinder vorleben und in ihrer Strahlkraft zeigen. Diesen Schatz gilt es wieder zu entdecken. Schon in alten Mysterien wurde Freude als oberstes Prinzip beschrieben. Doch diese neue, dem Leben dienende Wirtschaft braucht auch einen Namen, damit sie im Tagesgeschäft erkennbar wird und in der Gesellschaft wirkt. Jedes Unternehmen besitzt eine Eigenmarke. Menschlichkeit dient als verbindende Klammer. Und wie lautet der Name?
Der Name sollte Ökonomie der Menschlichkeit lauten. Er ist selbsterklärend und das gemeinsame Anliegen Folge der Freude wurde inkludiert. Der Name und der Weg sind definiert, die Segel gesetzt. Jetzt kann sich branchenübergreifend jedes Unternehmen der Ökonomie der Menschlichkeit anschließen, die Marke nutzen, so menschliche Handlungen im täglichen Geschäft sichtbar machen. Damit zeigt jedes Unternehmen, wir wollen, dass es allen im Kreislauf gut geht. Jeder Mensch ist gleichwertig. Unser Produkt hat einen Wert. Wir fördern und fordern uns gegenseitig. Wir zeigen den Unterschied. Wir dienen uns und unserer Volkswirtschaft. Es ist ein gemeinsames Entwickeln, Entfalten und Wachsen im Sinne des Einzelnen zum Wohle aller. Bisher isoliertes Wissen wird geteilt und deshalb für alle Beteiligten mehr. Doch der Anfang war schwierig. Unternehmer hielten am gewohnten Alten fest, an etwas, das sie weitestgehend nicht mehr wollten. Es machte jeder sein Ding. Die Illusion, dass künftig mehr Zeit sei, weil jetzt dies und das im Unternehmen zu erledigen ist, grassierte. Die perfekte Illusion, wie wir immer wieder erfahren mussten. Mit gleichen Mitteln andere Ergebnisse zu erzielen, hatte schon Albert Einstein als absurdum gesehen. Doch die großen Zusammenhänge und die Chance, den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel mitzugestalten, waren in der Theorie nicht erklärbar, nicht greifbar. Wie aber sollte zugunsten unserer Wirtschaft und unseres Lebensraumes eine gemeinsame Erkennbarkeit, eine gemeinsame Wirkung, eine gemeinsame Leuchtkraft entstehen? Einige wenige Unternehmer hatten die Chancen gefühlt und waren der Spur über Jahre gefolgt. Durch diese Leuchttürme wurde klar, die Veränderung wird sich am Weg zeigen, im praktischen Tun. Erst durch die Sichtbarkeit kam die Wirksamkeit. Diese Unternehmen machen auch weiterhin ihr Ding, doch durch die Sichtbarkeit entstand auch zum Vorteil des Einzelnen eine gemeinsame Wirkung. Über Projektgruppen entwickelte sich auch eine neue Sprache, eine, die das Interesse nicht nur am Kunden, sondern auch am Menschen beschreibt und zeigt, worum es im Leben geht. Um gelingende Beziehungen. So ist dem Begriff Nachhaltigkeit der Begriff Menschlichkeit gefolgt. Kunden suchen immer mehr nach dieser selbsterklärenden Marke, die sich als sichtbares Bekenntnis auch über besondere Logotafeln zeigt. Menschlich zu handeln ist jedenfalls ein Gewinn, weiß der gesunde Menschenverstand. Immer mehr Instrumente der Sichtbarkeit wurden entwickelt, so das Buch Menschlichkeit und Freude mit echten, berührenden Geschichten aus dem realen Leben, um Mut für das Leben zu gewinnen. Auch ist ein Weg der Menschlichkeit entstanden, wo wertschätzende und menschliche Begegnung erwünscht ist. Jeder ist eingeladen, ihn ein Stück weit zu gehen. Ein realer Weg in der Natur, der Gesellschaft und Unternehmen in ganz Österreich verbindet. Die Wirtschaft ändert sich rasant. Wohin kann die Entwicklung gehen? Das wird in der rotierenden Ausstellung 100.000 Jahre Wirtschaft und was kommt jetzt beleuchtet. In der Zukunft könnten Schulen der Menschlichkeit entstehen, Lehr- und Erfahrungsräume für Kinder, damit sie ihre individuellen Potenziale entfalten können und zu einem freudvollen Leben ermutigt werden. Die herrschende Angst verwandelt sich in Freude und Vertrauen in das Leben war die Folge. Jeder ist gut genug, jeder ist wichtig, jeder wird gebraucht, jeder ist Teil der Lösung. Das sind die Botschaften. Immer mehr Unternehmen schließen sich dieser neuen Wirtschaftsform an. Der Weg zu einer wirtschaftlichen Großfamilie ist damit offen. Unsere Familien und Kulturen werden wieder beständiger. Branchen wie der stationäre Handel oder die Gastronomie blühen wieder auf. Die Wichtigkeit der Produktion im eigenen Land wird wieder erkannt. Und der Ursprung der Wirtschaft, die Bauernschaft, bekommt wieder Wertschätzung und schafft Wertschöpfung. Auch Medien und Presse berichten immer mehr von der Ökonomie der Menschlichkeit, jener neuen Wirtschaft, die der Freude folgt. Menschen erkennen sich als soziales Wesen, wollen reale Begegnungen und das essentielle Bedürfnis nach natürlicher Intelligenz war wieder spürbar. Durch die größere Perspektive und die täglich ermutigenden Wiederholungen bildeten sich neue, lebensförderliche Gewohnheiten. Der Mensch mit Herz und Hirn, Hand und Fuß ist wiedergeboren. Menschlicher Erfolg fördert wirtschaftlichen Erfolg. So lautet das neue Wirtschaftsparadigma. Aus einem Märchen wurde Wirklichkeit.
Zumal Unternehmen nicht darauf warteten, bis sich im Wirtschaftssystem vielleicht zu ihren Gunsten etwas änderte oder scheinbar mehr Zeit zum Handeln ist. Sie schafften Bewusstsein für natürliche Zusammenhänge, machten sich auf, um Verantwortung für die eigene Zukunft zu übernehmen und unseren Kindern vorzuleben, was wir uns für die Welt wünschen. Es lösten sich immer mehr Kinder von der virtuellen Ersatzbefriedigung, konnten sie doch jetzt im realen Leben Helden werden. Dankbarkeit und Wertschätzung für unseren so einzigartigen Lebens- und Erlebensraum sollte für uns oberste Prämisse sein. Nicht, was uns trennt, sondern was uns verbindet, steht jetzt im Fokus. Früher mussten wir aus der Not heraus zusammenhalten. Heute ist es vielen Menschen ein inneres Bedürfnis und zudem zeitgleich dem Leben wieder einen tieferen Sinn zu geben. So macht Leben und auch Arbeit Freude.